willkommen bei Photo Impacts. Heute zeige ich euch, wie man so einen Faltreflektor wieder zusammenfaltet. Das mag jetzt für den einen oder anderen etwas lächerlich klingen, aber wir haben doch viele Kunden, die etwas ratlos im Laden stehen, nachdem sie diesen Faltreflektor auseinandergeklappt haben und im ersten Moment nicht wissen, wie der wieder zusammenzufalten ist. Auseinanderklappen tut er sich ja auch sehr leicht. Zack, quasi von alleine. So. Jetzt haben wir aber das Problem, wie kriegen wir das Ding wieder zusammengefaltet? Man kann das dann so versuchen mit den Falten, aber irgendwie auch so, irgendwie will es nicht so richtig. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Und der Trick ist nämlich der, dass man nicht links und rechts so hält, sondern dass man eine Hand einmal verdreht. So dass man, wenn man jetzt anfängt, den zusammenzuklappen, einfach 90 Grad weiter drehen kann als sonst. Das mache ich jetzt mal. Ich drehe und weil ich meine Hand verdreht habe, kann ich noch weiter drehen und schwuppdiwupp, der Faltreflektor ist wieder eingeklappt.